Marvin Neumann, ein Journalist mit einem YouTube-Kanal und unzähligen weiteren Projekten. Und damit herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von Das Interview. Ja, hi, ich bin Marvin Neumann. Ich bin Journalist, YouTuber, mach da, also auf YouTube vor allem, Journalismus über Politik, vor allem Politik über innerdeutsche Politik und was da alles stattfindet, arbeite selbstständig, arbeite für den SWR beispielsweise auch, also vor allem für die Öffentlich-Rechtlichen, bin aber gleichzeitig auch noch bei der Produktionsfirma von Mr. Wissen to Go tätig, und mache YouTube jetzt seit 2016 und ein paar andere Projekte auch schon seit ein paar Jahren und versuche mich da irgendwie durch den Dschungel, ja, des Online-Journalismus irgendwie so ein bisschen hindurchzuschlängeln. Also ich habe nachgeschaut, 2016 hast du begonnen, das war am 22.03.2016 hast du dein erstes Video hochgeladen, da ging es um den Terroranschlag in Brüssel am 22. März. Wie bist du dazu gekommen, den Kanal zu starten? Anfangs hieß er ja anders, nicht Marvin Neumann, sondern Mind Arresting Pictures. Ja, der Start war tatsächlich so, dass ich damals 2016 in meinem Auslandssemester war und damals kein journalistisches Praktikum hatte oder auch nicht journalistisch arbeiten konnte, in dem Sinne, dass ich nirgendwo angestellt war. Und tatsächlich war das auch mein vierter oder fünfter Kanal in meiner ganzen Geschichte. Ich glaube, meinen allerersten habe ich 2008 mal erstellt oder 2009. Und damals habe ich mir gesagt, 2016, okay, jetzt aber mal richtig und jetzt mal anständig. Und mein Anliegen war damals im Prinzip, das war ja noch auf Englisch alles damals, sozusagen auf internationale Geschehnisse die deutsche Sichtweise zu geben. So ein bisschen wie die Deutsche Welle, bloß und schlecht. Und das war damals mein Anliegen. Und genau, der Kanal hieß damals noch Mindtrusting Pictures, also eine Mischform aus Mind, Interesting und warum auch immer Pictures. Und nach ungefähr zwei Jahren, drei Jahren erfolglosem Etablieren dieses Namens und nachdem ich auch in den YouTube Analytics immer gesehen habe, dass Leute im Zweifelsfall nach meinem eigentlichen Namen suchen, dachte ich mir, das ist ein viel zu komplizierter Name, lass den jetzt mal ändern. Wobei, und letzter Punkt dazu, das ist mir gar nicht so einfach gefallen, den Namen zu ändern hin zu meinem eigentlichen Namen, weil ich eigentlich immer das Anliegen hatte, dass es sich bei den Videos, die ich mache, bei den journalistischen Videos, dass es sich da gar nicht zu sehr um mich dreht und vor allem nicht um meine Meinung dreht. Und ich hatte echt ein bisschen Angst, ein bisschen Panik, dass die Leute dann denken, das ist hier Meinungskanal, was es eigentlich nie war. Und das war vielleicht für eine Woche oder für zwei Wochen ungewohnt für die Leute, die mir damals zugeschaut haben. Aber inzwischen ist das gar kein Problem mehr und Leute nehme ich auch dahingehend nicht wahr. Und inzwischen ist es auch vielen Leuten viel einfacher geworden, sich meinen Kanalnamen zu merken. Also worauf können wir das zurückführen, dass du Journalist wurdest? War das schon ein Kindheitsberufswunsch von dir oder ist es denn irgendwann später hinzugekommen, diese Idee? Ja, es war schon immer so, dass ich gesagt habe, ich würde gerne in den Medien arbeiten. Ich weiß noch, das war in der 10. Klasse, in der 11. Klasse, da wurde irgendwann mal gefragt, ja, und was wollt ihr so machen später mal? Und ich meinte, ja, ich würde gerne im Fernsehen und Radio arbeiten, wurde dann von der ganzen Klasse ausgelacht, wo ich bis heute nicht verstehe, warum. Habe das dann umgesetzt, war dann bei den Lokalradiosendern, habe da ein Praktikum gemacht und habe versucht, immer irgendwas auch selbst zu machen oder mir selbst Schnitt vor allem beizubringen und habe dann irgendwann Publizistik studiert, also so eine Mischform aus Kommunikationswissenschaft und ja, ein bisschen Journalismus in Mainz und dann kam so ein bisschen eins zum anderen und irgendwann bleibt man so hängen, man ist bei Campus TV, dem Unisender und lernt Leute kennen und bleibt dann so ein bisschen hängen. Das Einzige, was ich gerne anders gemacht hätte, wenn ich so rückblickend mir das alles betrachte, ist, dass ich gerne mein Zweitfach, ich habe so ein Zweifach-Bachelor gemacht, lieber Politikwissenschaft im Beifach hätte studieren sollen. Ich habe damals Theaterwissenschaft studiert, war nett, aber ich habe so im 5. Semester gemerkt, Politik wäre eigentlich besser gewesen oder Geschichte oder sowas. Aber dann war es auch schon zu spät und dann dachte ich mir, nee, also ich mache jetzt keinen zweiten, fange jetzt nicht noch ein neues Fach an, kurz vor meinem Studium so insgesamt sich dem Ende neigt. Das war das Einzige, was ich hätte anders gemacht, aber und so ist das dann irgendwie gekommen und habe dann auch während meines Studiums, wie ich gerade schon gesagt habe, meinen Kanal angefangen und habe aber auch nie so eine Journalismus-Ausbildung gemacht oder auch kam leider nicht in Volos rein. Und das war dann alles so ein bisschen aus eigenem
verschulden, will ich fast sagen, mit dem Kanal und dass ich dann noch in der Firma, für die ich jetzt arbeite, begonnen habe. Und es war alles so ein bisschen selbst beigebracht. Du hast es schon gerade angesprochen. Du beschäftigst dich auf deinem Kanal viel mit Politik. Und ich sage jetzt wahrscheinlich nichts Falsches, wenn ich sage, dass du dich tagtäglich mit Politik befasst. Meine Frage an dich: Was fasziniert dich denn so sehr an Politik, dass du es zu einem großen Bestandteil des aktuellen Jobs gemacht hast? Mich fasziniert total, dass ich finde, ein falsches Bild gibt von Politik in dem Sinne, dass immer von denen da oben gesprochen wird, dass Menschen immer denken, das ist ein abstraktes Konstrukt, die Entscheidungen treffen oder die für einen irgendwas abstimmen oder dass das ganz andere Menschen sind, die manchmal nicht verstehen, was die normale Bevölkerung in Anführungszeichen betrifft. Gut, letzteres mag ab und zu der Fall sein, aber dieses falsche Verständnis von, das sind so ganz andere Menschen, ganz andere Sphären, was gar nicht der Fall ist. Immer wenn ich mit Politikerinnen und Politikern spreche, dann merke ich immer wieder, klar, die sind in anderen Sphären unterwegs, in anderen Räumen oder haben ein ganz anderes Umfeld, aber am Ende sind es halt trotzdem Menschen, die einfach Entscheidungen treffen für andere Menschen, von denen sie gewählt wurden und gehen mit dieser Verantwortung einfach um. Und das finde ich super, super spannend, das immer wieder auseinander zu klamüsern und zu erklären. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich aber ganz ehrlich sagen, manchmal pisst mich Politik auch an und ich habe auch ehrlicherweise nicht immer Lust, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich das auch so ein bisschen als mein Daily Business betrachte. Inzwischen ist es ja so, dass ich neben dem Politikkanal auch noch einen Sportpodcast habe, noch für den SWR was ganz anderes mache und noch hier und da andere Dinge mache, was mir auch ganz wichtig war, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn ich mich nur damit beschäftige und nur mich mit Politik beschäftige, dann macht mich das ehrlicherweise persönlich auch ein bisschen unglücklich. Und deshalb habe ich versucht, mich in den letzten ein, zwei Jahren breiter aufzustellen, was bisher ganz gut läuft. Aber ja, das sind so die zwei Sachen, wo ich sagen würde, es fasziniert mich, es nervt mich aber gleichzeitig auch. Wenn wir jetzt so an deinen Beruf allgemein denken, viele können sich das vielleicht nicht vorstellen, du bist Selbstständiger, arbeitest dann irgendwie doch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk SWR zusammen. Beschreib doch mal deinen Tagesablauf, was machst du denn den ganzen Tag so? Ja, viel am Laptop rumhängen. Viel am Laptop rumhängen, viel recherchieren, viel schreiben, viel E-Mails schreiben mit Firmen oder Werbekooperationspartnern oder dann eben auch mit den Sendern über verschiedene Projekte. Ich kann ja mal so einen Beispieltag, letzte Woche Mittwoch war ein guter Tag, um das zu erklären, weil ich neben meinem Kanal, neben dem Podcast, neben noch einem TikTok-Kanal für den SWR auch noch eine andere SWR-Sendung moderiere, die Mixtalk heißt. Und da ist es so, die Sendung ist um 20:30 Uhr. So, der Tag beginnt dann für mich um ja, 6 Uhr, dann muss ich noch mein ganzes Sportprogramm abwühlen, was oft aus Schwimmen und Laufen, Triathlon, Sport besteht. Dann, wenn ich das erledigt habe, bin ich erstmal in meinem Laptop, check erstmal meine Mails, habe wahrscheinlich noch eine kurze Podcast-Aufnahme mit meinem Kollegen für den Podcast, schaue bei mir noch an, welche anderen Themen ich vielleicht auf meinem Kanal noch besprechen kann, was ich vielleicht skripten kann, recherchiere vielleicht sogar schon mal das Thema an und gucke, gibt das eigentlich ein ganzes Video irgendwie her. Dann bin ich währenddessen gleichzeitig so bis um 11 wahrscheinlich noch auf Slack, also so ein Kommunikationskanal für die Firma und guck, ist da noch irgendwas? Vielleicht gibt es auch gerade noch ein Video, was ich filmen muss für die Firma oder auch für den SWR, muss vielleicht auch noch was schneiden. Sagen wir mal, dann ist 12 Uhr, halb eins, dann mache ich nochmal letzte Vorbereitung für die Sendung. Also das bedeutet, dass ich mich nochmal einlese ins Thema, nochmal gucke, sind die Gäste da, sind wirklich die Gäste da, die angekündigt waren und so weiter und so fort. Dann stehen um 15 Uhr wahrscheinlich die nächsten Meetings an für die Sendung selbst, also die letzten Vorbereitungen mit der Redaktion, mit der Regie und nochmal anderen. Dann ist erstmal Pause, was die Sendung betrifft. Dann habe ich nochmal so 3 Stunden, wo ich dann nochmal viele Mails schreibe, bis dann nochmal eine Technikprobe kommt gegen Abend, so um 5. Dann ist nochmal eine Pause. Dann bin ich nochmal dabei, was zu recherchieren oder esse vielleicht auch mal was und mache wirklich mal eine Pause. Sondern dann geht es um 8 Uhr, also 20 Uhr abends los im Prinzip mit der Sendung. Die geht dann 3 Stunden und dann moderiere ich durch und dann irgendwann so um 11 haben wir nochmal eine kurze Besprechung. Und da gehe ich ins Bett.
Das ist natürlich jetzt ein sehr voller Tag. Ich glaube, die Sendung kann man dann gerne auch mal rausrechnen, aber dann bleiben einfach diese ganzen Tätigkeiten von Mail schreiben, Skripte schreiben, Videos aufnehmen, schneiden, bleibt dann immer noch da. Ich kann das manchmal gar nicht auch so fassen. Für mich sind Arbeitstage, manchmal beginnen sie um 8, manchmal beginnen sie um 10, manchmal enden sie um 11 Uhr abends, manchmal enden sie um 5 Uhr nachmittags. Für mich ist nur wichtig, ich muss halt einfach diese Projekte einfach immer abschließen, die ich angefangen habe. Und es muss immer klar sein, auf meinem Kanal ist immer ein Video pro Woche. Es gibt drei Videos auf dem TikTok-Kanal. Es gibt eine Podcast-Folge jede Woche. Für die Firma gibt es natürlich immer noch einen Arbeitstag, der freigeräumt ist, den ich hier arbeite. Also die Sachen müssen einfach mal gegeben sein. Und manchmal ist das koordinierter, manchmal ist das etwas unkoordinierter, wie die Woche so abläuft. Also ein vielbeschäftigter Mann. Wie lange würdest du jetzt sagen, braucht jetzt in Stunden gerechnet so circa eine Produktion eines Marvin Neumann-Videos, also eines Videos, das wirklich im Endeffekt dann auf deinem Kanal erscheint, neben deinen ganzen anderen Projekten und Sachen, die du machst? Ja, wahrscheinlich kann man es dann irgendwas zwischen 12 und 16 Stunden festmachen. Also irgendwas zwischen eineinhalb, zwei Arbeitstagen. Also das heißt, wirklich recherchieren, skripten, gut, das Filmen ist eigentlich das, was am schnellsten geht. Der Schnitt, das Community Management, also das heißt Kommentare beantworten, ja, Thumbnails designen, Titel überlegen und alles, was damit noch so zusammenhängt. Aber 12 bis 16 Stunden, würde ich sagen, kommt so auf ein Video ganz gut hin. Außer es ist ein Interview oder sowas, dann dauert es länger. Aber so ein normales Video, 12 bis 16 Stunden, ja. 12 bis 16 Stunden, okay. Kommen wir noch kurz auf deinen YouTube-Kanal an sich. Welches deiner YouTube-Videos würdest du sagen, darauf bin ich richtig stolz oder da habe ich sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt? Das war sch wirklich schlimm und ich bin da sehr glücklich, dass ich es hinter mir habe und es ist wirklich ein tolles Video oder so ein Must-Empfehlungsvideo für neue Zuschauer. Es gibt zwei Videos, die ich da empfehlen würde. Das eine ist relativ aktuell, das andere ist super alt. Das erste ist, was super aktuell ist tatsächlich ein Interview mit Gregor Gysi. Das haben wir im Oktober 2023 gedreht und das war nicht nur super, super spannend für mich, also mit ihm zu sprechen. Es war auch timingtechnisch sehr passend, weil das gerade zusammenfiel mit der Auflösung der Partei, nicht Auflösung, aber mit der Auflösung der Bundestagsfraktion der Linken und Sarah Wagenknecht und Co. Und das war so ein gutes Timing, dass dieses Video halt dann auch richtig durch die Decke ging und hat, glaube ich, jetzt so 350.000 Aufrufe und ist mein zweit erfolgreichstes Video. Das andere Video, das hat wahrscheinlich gerade mal tausende Aufrufe, ist schon deutlich älter, ist von 2017, ich glaube so vom Juli 2017. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Wahlen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und darauf bin ich deshalb stolz, weil nicht nur ist das so ein bisschen reportagiger gemacht und beinhaltet nicht nur den inzwischen sehr bekannten Politikwissenschaftler Thorsten Faas, der an der Freien Uni in Berlin jetzt ist und natürlich tausend Politikshows immer tingelt. Der war damals in Mainz. Nee, es beinhaltet tatsächlich auch mein Chef, also Mr. Wissen to Go, a.k.a. Mirko Drotschmann. Und das liegt mir deshalb sehr im Herzen, weil im Prinzip dieses Video den Kurs meiner professionellen Karriere wahrscheinlich ja, komplett umgeleitet hat. Weil ungefähr ein halbes Jahr später, nachdem ich mit Mirko zusammengearbeitet habe, kam ja, dann die Jobanfrage für seine Firma, ob ich da nicht anfangen wollen würde zu arbeiten. Und deswegen halte ich dieses Video immer sehr close an meinem Herzen. Auch wenn es nicht super erfolgreich ist, aber es ist halt einfach wichtig für mich. Und wenn das Video damals nicht existiert hätte, wäre mein Leben wahrscheinlich auch okay. Aber wäre es auf jeden Fall nicht so, wie es jetzt ist. Und darauf bin ich sehr stolz. Als Journalist, besonders jetzt im Bereich Politik, stellen sich natürlich viele Leute tagtäglich die Frage, wie schafft man das als Journalist, die eigene Meinung nicht so sehr dem Video zu vertreten, also Videos weiterhin objektiv zu gestalten. Wie schaffst du das oder hast du eine bestimmte Methode, wie du das bei deinen Videos machst? Ja, ich glaube, grundlegend muss man wahrscheinlich sagen, also totale Objektivität geht natürlich nicht. Also Themenauswahl ist subjektiv, Thumbnail subjektiv, meine Titel sind natürlich auch immer in irgendeine Richtung gezogen. Ich kann dir das gar nicht so ganz genau sagen, weil das so ein bisschen in meinem politischen naturell ist, dass ich das, solange es in den Menschenrechte wahrt, solange es das Grundgesetz, also über das, was ich berichte, wahrt, solange das alles gegeben ist, dann habe ich gar nicht das Bedürfnis, auch so groß meine Meinung darzustellen. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Hinzu kommt, dass ich
gar nicht so unfassbar viele Kanäle kenne auf YouTube, auch, also vor allem, als ich angefangen habe, aber auch jetzt noch, die zumindest versuchen, es so objektiv wie möglich darzustellen. Und ich sehe mich gerne, ehrlich gesagt, so als Teil dessen. Ich weiß, dass mir das nicht immer gelingt und ich weiß auch, dass das Framing immer eine Sache ist und so, aber ich weiß nicht, deswegen fällt mir das gar nicht so schwer. Genau deshalb, plus aber hinzu kommt, deshalb habe ich aber auch angefangen, zum Beispiel den Sportpodcast zu machen. Das ist mir am Anfang ultra schwer gefallen. Da geht es auch nicht um Politik, aber da ist es mir ultra schwer gefallen, über Persönliches zu sprechen oder über eigene Meinung zu sprechen, weil ich es überhaupt nicht gewohnt war, das zu tun im öffentlichen Rahmen. Was jetzt total Spaß macht, solange es nicht um Politik geht. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass es Leute gibt, die sich im Journalismus total zurück, so gut es geht zurücknehmen, damit sich andere Leute eine Meinung bilden können. Genauso ist es aber auch wichtig, dass es Journalismus gibt, der auch mit einer klaren Haltung rangeht, die verschiedene Richtungen aufzeigen können. Aber das sehe ich einfach nicht als meine Aufgabe. Danke Marvin für das spannende Interview. Abonniert gerne meinen Kanal, join auf den Discord-Server. Bis dann. Tschüss.